Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Endreich. So, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir hier als allererstes ein neues Set, den Deep Sea Destroyer. Wow. Also von hinten sieht er ziemlich cool aus. Das Backpack ist mega geil. Von vorne kriegt von mir 7 von 10. Der Rebreather, nee, das ist hier der Deep Sea Destroyer. Da haben wir aktuell hier. Aktuell hier 5 von 5 bei 3 Votes. So, dann haben wir das Ganze in der weiblichen Version, den Deep Sea Dominator. Auch das, hinten die Krake, sieht mega cool aus. Echt nice. Ja, auch von mir 7 von 10. Deep Sea Dominator hier. 5 von 5 bei einem Vote aktuell. Ist noch nicht so viel gelaufen. So, dann sind wir hier bei der Kraken-Ex angelangt. Ja. Fünf von 10 kriegt die Kraken-Ex von mir. Oh Gott. Wird sich aber noch erholen. 1 von 5 bei einem Vote. Ui. Der Nautilus-Gleiter sieht von hinten cool aus, sieht von der Seite cool aus, sieht von vorne cool aus, kriegt von mir 9 von 10. Da haben wir aktuell das hier. 3,33 von 5 bei 3 Votes. Dann haben wir den Coaxial-Copter, von dem hatte ich mir mehr erhofft, als er damals rauskam. Ich finde, der sieht nicht so toll aus. Der Coaxial-Copter kriegt von mir 6 von 10. Dann haben wir aktuell 3,93 von 5 bei 14 Votes. Dann haben wir den Squid Striker. Ja, 7 von 10 für den Squid Striker von mir. Hier haben wir 3 von 5 bei 2 Votes. Der High-Rise Assault Trooper, den finde ich nicht wirklich toll. 2 von 10. Jetzt gehen die Noten wieder mega auseinander, denke ich mal. Oh, ne, geht super. 3,26 von 5 bei 19 Votes. Dann haben wir den Flux. Ich finde den Flux nicht wirklich schön. Ich habe irgendwie auch gerade ein bisschen Kopfschmerzen und ich muss feststellen, dass das Ding überhaupt nicht reinpasst jetzt aktuell in meine aktuelle Situation. Hier haben wir 4,2 von 5. Von mir kriegt der Flux allerdings 6 von 10. Ja. Jetzt haben wir den Chromatic. Schauen wir uns das mal an. Okay. Chromatic kriegt von mir 3 von 10. Schauen wir mal, wie sieht's aus beim Chromatic. Da ist noch gar keine Bewertung da. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Endreich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.